Hallo, hier ist Christoph von TapTech.de und das ist ein kurzer Walkthrough durch den neuen Action Launcher für Android-Geräte, hauptsächlich eigentlich für Smartphones gedacht bzw. gezeigt auf Smartphones. Und zwar haben wir hier das Besondere an einem Action Launcher, keinen App-Drawer mehr, das heißt, wir müssen nicht irgendwo hineingehen, damit wir Applikationen öffnen können, sondern wir können das einfach durch simples Swipen auf der linken Seite öffnen bzw. oben durch diesen Toggle oder dann einfach durch die Home-Taste. Das Ganze macht sich eigentlich ganz gut im Test. Ich kann so hier wirklich schnell zu allen möglichen Applikationen hingreifen. Zum Beispiel, wenn ich auf M drücke, dann die Applikationen mit dem Buchstaben M oder sonst was. Und das macht im Prinzip einen sehr guten Eindruck. Eine ähnliche Menüführung kennt man ja auch von den Windows Phone 8 oder von den Windows Phone eigentlich. Man hat hier einfach zurück und schon bin ich bei den ganzen Applikationen. Und das hat mir in den letzten Tagen in der Praxis immer sehr gut gefallen, weshalb ich mich auch schon sehr auf diese Applikation gefreut habe. Sie ist zu einem Preis von ca. 3,19 Euro sehr, sehr teuer. Vor allem, da es eigentlich noch ein Beta-Status ist. Denn noch funktioniert nicht alles so einwandfrei. Zum Beispiel das Hinzufügen von Widgets. Wir gehen jetzt mal hier rein. Wir sind hier auch schon am Tablet. Sieht das noch nicht ganz perfekt angepasst aus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Widget für den Music Player auf den Screen legen möchte, dann verschwindet er wieder. Beziehungsweise ich komme hier einfach wieder zurück. Da gibt es noch den einen oder anderen Bug oder auch hier unsere TapTech. Zack. Und ich komme wieder zurück. Hier muss noch ordentlich nachgebessert werden. Im Vergleich hier zu neuen HTC oder am HTC One S konnten wir mehr Widgets auf den Desktop legen, die auch funktionieren. Allerdings zum Beispiel die Gmail-Widget geht jetzt nicht, funktioniert nicht, da man hier mindestens Android Jelly Bean braucht, um dieses hier mit diesem Action Launcher zu nutzen. Aber ja, ich habe mir hier einfach das Icon angelegt und fertig. Ja, von den Einstellungsmöglichkeiten können wir hier zum Beispiel ins Menü gehen, direkt in die Systemeinstellungen gehen oder dann in die Einstellungen des App-Drawers. Hier kann ich festlegen, wie viele Homescreens ich haben möchte, ob ich die Actionbar oder sehen möchte oder nicht. Das ist hier oben diese Leiste. Hier kann ich auch direkt die Suche starten oder den Play Store hineingehen oder einfach hier das zu nehmen. Ich habe das abgedreht, gefällt mir einfach besser, da es ein bisschen vom sichtbaren Bereich des Displays wegnimmt. Oder genauso kann ich jetzt hier einstellen, dass dieser Action Launcher, diese Übersicht mit dem Hintergrund des Wallpapers ist. Und wenn ich das jetzt hereinzoome, dann sehe ich einfach normal den Hintergrund und mit normaler Schrift hier die Android-Applikationen. Gefällt mir aber anders besser und ist auch etwas besser zu erkennen, die Schrift, je nach Hintergrund halt. Aber hier im Prinzip ein sehr netter Launcher, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und hat sich auch in der Praxis jetzt heute als sehr positiv erwiesen. Was mir nämlich nicht gefällt, dass es eigentlich noch ein kleiner Beta-Status ist und hier noch teilweise nachgebessert werden muss. Was gibt es noch? Und zwar Covers. Das ist eine Art Folder. Das heißt, wir können hier zum Beispiel Applikationen hineinziehen. Hier zum Beispiel in Chrome. Dann ist das zuerst mal ein Folder. Und wenn ich dann hier lang drauf bleibe oder einfach drauf gehe und dann erscheinen hier diese drei Striche, da kann ich hineingehen und sagen Make Cover. Und dann ist jetzt hier so ein Cover. Ihr seht nur noch mehr das Icon von Chrome, aber ihr seht hier unten drin dieses kleine Feld, das Cover halt. Wenn ich einmal drücke, dann wird ganz normal Chrome gestartet. Oder wenn ich zweimal drücke, dann erscheinen auch die anderen Applikationen, zum Beispiel hier die Galerie. Das Besondere an diesem Cover ist, dass ihr hier nicht nur Applikationen hineinlegen könnt, sondern auch teilweise Widgets. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel das Lesezeichen hier hineinfügen und dann könnt ihr schnell zum Beispiel zu TapTech gehen oder einer anderen Seite. Also hier sehr praktisch, allerdings etwas kompliziert hier hineinzukommen. Ja, das war es auch im Prinzip schon. Ein sehr einfach aufgebauter Launcher ohne einen App-Drawer, was mir persönlich sehr gut gefällt, vor allem hier auch am Smartphone, da man wirklich das Ganze mit einer Hand sehr schön und schnell bedienen kann.
Ja, das war's hier mit dem kurzen Walkthrough. Ich sage danke fürs Zusehen. Vergesst nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.